Grüße euch zum Männerwochenorakel vom 25. Mai bis zum 31. Mai 2015. Und ja, ich habe mir neue Steine besorgt. Ich finde die. So, diese hat sehr viel Ähnlichkeit mit dem Tigerauge, ist jetzt allerdings kein Tigerauge, sondern Falkenauge mit Faserquarz. Und ja, Überblick, Distanz, hilft bei Nervosität und innerer Unruhe. Erleichtert in komplexen Situationen die Übersicht zu wahren und hilft bei Entscheidungsschwierigkeiten, lindert Schmerzen, hilft bei Zittern und hormonellen Unterfunktionen. Dann haben wir hier den Amethyst, Tingting, Quarz, Wahrhaftigkeit, Gerechtigkeit, Willenskraft, Überwinden von Schmerzen, Trauer und Verlust fördert die Konzentration, hilft Fremdeinflüsse abzuwehren, lindert Schmerzen, Prellungen und Schwellungen, hilft bei Durchfallen. Okay, dann haben wir hier noch den Metarolith, Augenstein, so Regenwaldstein. Ich finde den richtig genial. Intensivierung verstärkt bestehende Zustände ohne Veränderung, hilft sich so zu akzeptieren, wie man ist, ermöglicht die eigene Situation klarer zu sehen und verbessert einzuschätzen, lindert Grippe, Erkältungen und Infektionen. Das ist super. Ne? Okay. Würde ich auch sagen, wir fangen gleich mit der ersten Legung an. Ich hoffe, ihr habt euch einen ausgewählt. Und fangen wir mit dem Allgemeinen Falkenauge an. Da haben wir Freya, die Sinnlichkeit. Mythos Freya ist nach Frigg im angesehenste unter den Göttinnen. Sie kommt aus dem Volk der Vannen, verfügt über magische Kräfte und gilt als Schutzpatronin aller freiheitsliebenden Frauen und Hexen. Ihr Bruder Freyr ist der Gott der Fruchtbarkeit. Allgemein, Freyr steht für eine Zeit, in der erotische Spannungen, Sinnlichkeit und Flirten im Vordergrund stehen. Wir werden mit natürlichen, wilden und kraftvollen Energien konfrontiert. Entweder melden sie sich in uns oder sie treten durch eine sehr lebendige, temperamentvolle und lustbetonte Person in unser Leben. Vernunft, Moral und Verstandeskraft weichen hier gerne den heißen Flammen des Begehrens, die nach einem sinnlichen gelebt werden verlangen. Okay, dann schauen wir noch das Berufliche. Da haben wir Höldur, die Blindheit. Mythos im Höldur oder Hör ist ein Sohn des Ondinen und der Frigg. Durch seine Blindheit behindert gelingt es Loki, den Gott zu missbrauchen und Höldurs eigenen Bruder Balder zu ermorden.
Also im beruflichen verlockende Angebote sind jetzt mit Vorsicht zu genießen. Im Umfeld dieser Karte treten gerne Menschen mit gut gemeinten Ratschlägen auf, die unser Ego streicheln und bei undurchsichtigen Machenschaften unsere Mithilfe erbitten oder einfordern. Verstand und Intuition sollten sich nicht von egoistischen Wunschträumen vernebeln oder blenden lassen, für deren scheinbar schnelle Umsetzung wir irgendwann den vollen Preis bezahlen müssen. Okay, dann schauen wir mal Liebe und das Zwischenmenschliche. Wotans wilde Jagd. Hier die Wut. Also, ja, das Pferd hat schon so richtig knallrote Augen. Alle Tiere haben hier rote Augen. Es blitzt und donnert. Ja, vielleicht kommst du auch so ein bisschen in Gewitter rein. Ja, vielleicht ist es auch ein klärendes Gewitter. Ja, das habe ich auch jetzt bei anderen, wo ich für andere Karten gelegt habe, wo das jetzt auch nicht unbedingt ja der Konfrontation aus dem Weg gehen. Ist gut auch bei einer Veranstaltung, wenn dann vielleicht doch zu viel Alkohol geflossen ist, sollte man sich zurückziehen. Sollte es was für ein familiäres sein und dann versucht das zu klären und nicht länger auf die Bank hinauszuschieben, sonst verhärten sich da die Fronten. Okay. Also im Mythos mit seiner wilden Jagd sieht Odin als wütender Sturmgott in der dunklen Jahreszeit über die Lande und reißt alles Alte und nicht wirklich Verwurzelte mit sich, um Platz für Neues zu schaffen. Jo, hier ist auch der Beruf und die Beziehung zusammengelegt. Befinden wir uns in einer verfahrenen Situation, ist jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen, um endlich einmal auf den Tisch zu hauen. Längst überfällige Punkte müssen angegangen werden. Dabei geht es jedoch nicht um einen kontrollierten Gewaltausbruch, sondern vielmehr um das verbale, reinigende Gewitter, bei dem wir unseren Gefühlen Luft machen und unseren Bedürfnissen offen und ehrlich Ausdruck verleihen sollten. Objektivität, Respekt und Fairness sind oberstes Gebot, denn es gilt nicht, unsere eigenen Versäumnisse, Fehler einem anderen Schwächeren unterzuschieben. Ein konstruktiver Streit kann jetzt jedoch Wunder bewirken. Okay, so wie ich gesagt habe, ne? Das ist auch gehört auch das Berufliche mit dazu. Ja, lasst euch da nicht so verleiten und irreführen. Und schauen wir mal, was die Meerjungfrauen und Delfine sagen möchten. Musik zur Manifestation. Um schnell zu manifestieren, denke an deinen Wunsch, während du singst, summst oder musizierst. Schön. Mit dem Mond hier musiziert in den Nächten. Ja. Schön. Musik kann auf dem spirituellen Weg eine mächtige Verbündete sein, denn sie stärkt deine Schöpferkraft. Musik gehört zum Reich des Unsichtbaren, das in einer höheren Frequenz schwingt als das Reich der Materie. Sie umgibt uns mit einem Schutzschild und bewahrt uns so vor negativen Energien. Auch unsere Gefühle und Gedanken werden damit freudiger. Diese Karte fordert dich auf, so oft wie möglich Musik zu machen. Was auch immer zu deiner Stimmung passt, bewege dich auch zur Musik. Atme tief, während du Musik hörst
und nimm die Energie des Tons in dich auf. Nutze Musik zur Manifestation, setze dich zunächst in Ruhe hin und überlege, was du dir wünschst. Stelle dir vor, was sich dein Traum bereits erfüllt hat und spüre es in deinem Bauch als ein Gefühl von Wärme, Zufrieden, also Frieden, Aufregung oder Sicherheit. Empfinde die Dankbarkeit in deinem Herzen, beginne, während du dies alles spürst und singen, zu summen und zu chanten. Diese selbsterzeugte Musik sendet deine Wünsche in den Äther, wo sie beginnen können, sich zu verwirklichen. Schauen wir noch, welche Engelkarte ich für dich gezogen habe. Die Nummer 6, die Liebe. Ja, gib der Liebe eine Chance. Stichworte: Bewusstheit als bewusstes Sein, Anstrengung, Gewandtheit, Selbstständigkeit, Souveränität, Unabhängigkeit, Selbstvertrauen, Warnung, Hochnäsigkeit, Geschwätzigkeit, schlechte Motiven. Der Engel der Liebe hilft denen, die ihn anrufen, ihre Konflikte zu lösen. Menschen, die mit ihm in Verbindung stehen, lindert in aller Regel menschliches Leid durch ihre bloße Anwesenheit, auch wenn sie sich dessen selbst nicht bewusst sind. Der Spruch: Es ist Unsinn, sagt die Vernunft. Es ist, was es ist, sagt die Liebe. Von Erich Fried. Tipp: Dieser Engel steuert die kosmische Energie. Mit ihm werden sie eine magische Zeit erleben. Liebe. Wenn wir lieben, sind wir nicht nur besonders verletzbar, wir sind auch besonders stark. Der energetische Schutz ist besonders mächtig. Gehen Sie behutsam mit diesen Möglichkeiten um und starten Sie jetzt. Glück. Es ist an der Zeit, Ihre Intuition, die Sie zu den richtigen Lösungen führen wird, mehr Raum zu lassen. Erfolg. Schützen Sie sich vor Worten und Taten, die sich gut anhören, jedoch zu schlechten Zwecken eingesetzt werden. Was die Herzen bewegt und ehrlich ist, ist der höchste Trumpf. Okay. Kommen wir zum zweiten Stein, den Amethysten. Erste Karte, die allgemeine Karte. Sigrifa, die erkennen. Mythos. Sigrifa ist eine Walküre, die von Odin in einen tiefen Schlaf versetzt wurde. Sigurd, in Klammer Siegfried, durchschreitet den sie umgebenden Flammenwall und erweckt sie. Sie erkennen einander und sie lehrt ihn weibliche Weisheit. Allgemein, das Wunder des Augenblicks erkennen und erleben zu können, im Hier und Jetzt, ist die Aufforderung dieser Karte. Die Schwanenjungfrau versinnbildlicht die Ausdehnung unserer seelischen Empfindungen, die neue, wertvolle Impulse in unser Leben bringen, wenn wir diese zulassen können. Sie steht für eine Zeit beglückender Begegnungen und Momente, in denen ein besonderer Zauber vorherrscht. Mag sein, dass wir die Liebe neu entdecken oder uns in naher Zukunft etwas sehr Schönes schwant.
Jedenfalls ist das Umfeld dieser Karte von Magie durchdrungen, deren Wirken uns etwas Wunderbares bescheren wird. Misstrauen und Ängste sind hier fehl am Platz, da sich alles Wahrhafte von alleine fügt. Beruf, die Hilfsbereitschaft, ja, die Krisin, wunderschön, das ist doch toll. Auf einer Reise, auf seiner Wanderung trifft Thor auf die zauberkundige Riesin, welche ihm ihre Waffen leiht und ihm freundschaftlichen Rat erteilt. Beruf. Im Beruflichen zeigt die Karte gute Zusammenarbeit, Fairness und steht für das Bestreben, auftauchende Probleme kollegial zu lösen. Weiter ist sie ein Hinweis darauf, nicht nach der Hand zu schlagen, die sich uns möglicherweise gerade darbietet. Okay, allgemein, also Beziehung und zwischenmenschliches Nidhögg, der Neid, ja. Die Weltenschlange. Und einer der drei Wurzeln der Weltenesche haust die alte Schlange Nidhögg. Beständig nagt sie an den Wurzeln des Weltenbaums, in die sie ihr ätzendes Gift pumpt. Beziehung, zwischenmenschliches. In unseren Beziehungen reicht die Palette von kleinen bösartigen Sticheleien bis hin zu hasserfüllten Eifersucht und bittersüßen Rachegedanken. Wir sind auf dem falschen Weg und laufen Gefahr, uns in den giftigen Nebelsümpfen unserer Begierden und Zwangsvorstellungen zu verlieren. Dieser Zustand bedarf dringender Auflösung, da es für alle Beteiligten zu unangenehmen, wenn nicht sogar fatalen Folgen kommen kann. Ja, löse dich davon etwas. Wieso, hör auf, dir da vielleicht auch etwas vorzumachen und würde ich dazu gern eine Karte ziehen. Huch. Fällt mir da heraus. Ah ja, guck mal. Die Königin der Schwerter. Sie ist doch schon sehr verstandesorientiert, ne? Und sie hat ihren Platz nicht kampflos erreicht, ja? Repräsentiert die Wasserseite der Luft, die Elektrizität dieses Elementes und seine Übertragungskraft. Sie herrscht vom 21. Grad in der Jungfrau bis zum 20. Grad in der Waage. Sie ist die klare, bewusste Wahrnehmung des Gedenkens, der Befreier des Verstandes. Die in dieser Karte verkörperte Person ist ungeheuer scharfsichtig. Ein guter Beobachter, ein scharfsinniger Deuter, ein starker Individualist, flink und präzise bei der Aufnahme von Gedanken, sicher in ihrem Tun, gütig und gerecht. Ihre Bewegungen sind grazil und sie kann außergewöhnlich gut tanzen und ihr Gleichgewicht halten. Ungünstige umliegende Karten bedeuten daraufhin, dass diese Eigenschaften
an wertlose Vorhaben vergeudet werden. Die symbolisierte Person ist dann herzlos, verschlagen, hinterlistig und unzuverlässig und so aufgrund ihrer oberflächlichen Schönheit und Attraktivität, die sie von anderen unterscheidet, sehr gefährlich. Okay. Schauen wir uns mal, also sie, beim Rider-Waite ist die Deutung jetzt wesentlich positiver. Also, ob ich das jetzt so in schön in Worte fassen kann. Ja, die Fähigkeit, Probleme schnellstmöglich zu lösen, hat die Königin auf den Thron gebracht. Sie denkt schnell, ist scharfsinnig und kann einschätzen, was im Rahmen des Möglichen ist und wovon sie besser die Finger lässt. Wenn Sie diese Karte in der Position der gegenwärtigen Situation ziehen, werden Sie sich vermutlich leicht mit Ihren positiven Eigenschaften, Ihre Direktheit und Klarheit identifizieren können. Ihre intellektuellen Fähigkeiten und Ihre scharfsinnige Art, die Situation richtig einzuschätzen, bringt Ihnen Erfolg. Realistisch, und ehrlich, kommt auf den Punkt, offensiv und offen, ehrlich, geistreich, lebendiger Intellekt, starker Charakter, unterdrückte Gefühle, voreingenommene Person. Okay. So, Meerjungfrau und Delfin, was möchtet ihr dazu? Zeit zum Spielen. Die Delfine wissen, wie wichtig es ist zu spielen, denn Freude erzeugt Wunder und Manifestation. Wie sagt die Conny, kommt was immer. Oh, die Karten, die passen so schön zu den Steinen. Na, in dem Fall auf jeden Fall. Ja. Okay. Zeit zum Spielen. Diese Karte weist darauf hin, dass du hart gearbeitet und dich zu sehr erschöpft hast. Du hast deinen ursprünglichen Fokus aus den Augen verloren. Du bemühst dich mehr aus Gewohnheit als aus klarer Absicht. Die Delfine fordern dich auf, innezuhalten und deine Aufmerksamkeit durch Spaß und vergnügliches Spiel abzulenken. Das wird deine Routine etwas aufrütteln und dir erlauben, wieder deutlicher zu erkennen, was dir wirklich wichtig ist und was nicht. Spielen ist eine magische Form der Meditation, denn es öffnet dein Herzchakra und verbindet deinen schöpferischen Geist mit der göttlichen Weisheit. Wenn dein Spielen im Freien stattfinden kann, wird der Sauerstoff neue Ideen in dir aufblitzen lassen. Ja, raus, an die frische Luft. Vielleicht hast du einen Geistesblitz, mir so gerade was im Beruflichen betrifft. Vielleicht. Ah, Einzigartigkeit. Ja, vergiss auch nicht, dass du einzigartig bist. Jeder Mensch ist etwas Besonderes. Ja, Stichworte: Genügsamkeit, Selbstsicherheit, Anpassungsfähigkeit, Lernfähigkeit, größere Lösungen, Warnung vor unklaren, widersprüchlichen Interessen, übereilten Trennungen, unglücklichen Verbindungen. Der Engel der Einzigartigkeit hilft denen, die ihn anrufen, eine passende individuelle Lösung zu finden. Dabei gilt es, geduldig zu bleiben. Er ist zugleich der ideale Helfer bei Schlaflosigkeit.
auf dem heutigen Gipfel der Erfahrung anwesend sein, den Augenblick spüren, seinen Einfällen vertrauen, spontan handeln, ausprobieren, improvisieren, genießen, staunen, mit Freude bleiben und mit Freude weitergehen, das zählt. Der Engel unterstützt sie dabei, zu 100% sie selbst zu sein. Der Spruch, wenn man unter Ewigkeit nicht unendliche Zeitdauer, sondern Unzeitlichkeit versteht, dann lebt der ewig, der in der Gegenwart lebt. Von Ludwig Wittgenstein. Tipp: Sie sind frei für Experimente, frei, Antworten nicht zu erkennen oder ihre Meinung zu ändern. Offen für neue Erfahrungen und Wunder. Liebe. Wo Liebe und Achtung nicht verbinden, da erblüht der Mensch in seiner eigenen Art wie eine schöne Blume. Glück. Sie sind im Allgemeinen beliebt, sollten sich aber vor Eitelkeit hüten. Erfolg. Wenn Sie mit dem Engel der Einzigartigkeit in Verbindung stehen, sind Sie in der Lage, große Aufgaben zu meistern und schwierige Rätsel zu lösen. Na, ich denke, das wirst du auch diese Woche benötigen. Okay, dann lassen wir den Amethysten noch etwas wirken. Würde ich auch sagen, wir kommen zum Regenwaldstein. Das Allgemeine. Ah, hier haben wir Balder. Die Sanftmut. Mythos. Balder auch Baldur genannt, ist sein Sohn Odin und der Frick. Sein strahlendes Erscheinungsbild ist der Inbegriff alles Guten. Durch eine Intrige Lokis findet er den Tod, wodurch die Ragnarök eingeleitet werden. Im Allgemeinen, selbst auf die Gefahr hin, dass die folgenden Sätze dem einen oder anderen etwas zu lichtesoterisch anmuten, steht Balders Wesen für Toleranz, Frieden, Harmonie und Geduld, mit der wir uns und anderen begegnen sollten. Konflikte und Probleme wollen nicht mit Gewalt, Provokation oder anderen drastischen Mitteln gelöst werden. Was die betreffende Situation nur noch verschlimmern würde, behutsames und rücksichtsvolles Vorgehen ist gefragt und spricht unseren Mut zur Sanftheit an, der in einer Welt, in der es meist darum geht, überlegen, hart und cool zu sein, nicht immer leicht zu leben ist. Mancher mag sich daher schwer damit tun, bei verrannten Angelegenheiten den ersten Schritt zu machen. Doch werden wir am Ende froh darüber sein, so gehandelt zu haben, gleich wie diese Sache auch ausgehen mag. Okay, dann schauen wir mal die berufliche Karte. Skadi, der Rückzug. Ja, wenn du dich hier vielleicht in letzter Zeit zu sehr verausgabt hast, dass du dich hier da mal wieder zurückziehst. Na, jetzt habe ich den Mythos vergessen. Jetzt nochmal, schaue ich mal kurz rein. Skadi ist eine Wintergöttin und die Tochter des Frostriesen Thiazi. Ihre Heimat ist in den Gebirgen Skandinaviens, wo sie auf Skiern läuft und das Wild mit dem Bogen jagt. Zeitweise ist sie die Gattin des Wannengottes Njörd.
Für alle Dauerschaffer, die stets von einer Aufgabe zur nächsten hetzen, ist Gadi ein Wink, sich auch einmal entspannt zurückzulehnen und den Dingen ihren natürlichen Lauf zu lassen. Vielleicht wäre sogar mal ein paar Urlaubstage angebracht. Es gilt, sich aus dem äußeren Geschehen so weit als möglich zurückzuziehen, um unsere Kräfte zu regenerieren und neue Konzepte zu ersinnen. Wird dieser Wink gänzlich ignoriert, müssen wir uns nicht wundern, wenn uns ein Rückzug in Kürze von außen aufgezwungen wird. Günstiger Zeitpunkt für die konzentrierte Arbeit an uns selbst, Schulung, autodidaktisches Vorwärtskommen. Ja, vielleicht suchst du dir ein gutes Buch und beschäftigst dich mal mit gewissen Dingen, die dich schon immer interessiert haben oder dich auch weiterzubilden. Ist doch eine ganz gute Idee. Vielleicht auch mal Sprachen aufzufrischen, um die sich mal wieder zu Gemüte zu führen. Okay, dann schauen wir die Beziehung und die zwischenmenschliche Karte. Oh, Loki, deine Schatten. Ja. Mythos Loki repräsentiert den großen Widersacher unter den Göttern, der diesen durch seine Boshaftigkeit oft großen Schaden zufügt. Doch sein Schalk und seine Gerissenheit verhelfen den Assen ebenso zu deren wichtigsten Attributen und Errungenschaften. In den Ragnarök kämpft er voller Hass auf Seiten der Riesen. Hier reicht die Palette zwischenmenschlicher Machtspielchen, von kleinen Notlügen bis hin zu zwanghafter Hassliebe, die auf physische Abhängigkeit gründet. Liegt die Karte für jemand anderen, kann derjenige ebenfalls als direktes Spiegelbild unserer eigenen Schattenmanifestation angesehen werden, da er uns dazu veranlasst, Dinge zu tun, die wir bisher vielleicht nicht einmal für möglich gehalten hätten. Wir sind selbst bemüht, jemanden unseren Willen aufzuzwingen oder ihn zu manipulieren, ist der Preis dafür immer auch ein Teil unserer eigenen Seelenenergie. Fühlen wir uns leer und ausgebrannt und versuchen wir, dieses seelische Defizit stetig mit neuen Menschen oder schönen Dingen kompensatorisch aufzufüllen, beginnt der Teufelskreis immer wieder von vorne. Wollen wir dieses Spiel durchschauen, müssen wir lernen zu erkennen, wo wir die Welt in dem Sinne verändern wollen, wie wir sie gerne hätten, und nicht so belassen können, wie sie sich uns von selbst präsentieren. Okay, wir können ja mal reingucken. Ups, das wäre ein bisschen viel. Ja, Tod, stirb und werde. Ja. Also, das hat nicht immer mit dem Tod selbst zu tun, sondern etwas geht zu Ende und etwas Neues beginnt. Ja, vielleicht auch ein neuer Lebensabschnitt und, ja.
Das Universum ist Wandel. Jeder Wandel ist das Ergebnis eines Aktes der Liebe. Jeder Akt der Liebe enthält reine Freude. Strebe täglich. Tod ist der Apex einer Kurve der Schlange. Leben betrachtet alle Gegensätze als notwendige Ergänzungen und erfreue dich. Transformation, freiwilliger oder unfreiwilliger Wandel, in beiden Fällen eine logische Entwicklung bestehender Umstände, die jedoch plötzlich und unerwartet sein kann. Offensichtlicher Tod bzw. Zerstörung, doch eine solche Deutung ist trügerisch. Okay, schauen wir mal. Warte, stürze dich jetzt nicht in Aktivitäten, nimm dir Zeit und das Ereignis wird besser sein. Wenn du jetzt wandelst, wirst du eine ganze Reihe von Möglichkeiten verpassen, die sich dir in Kürze eröffnen werden. Sorge dich nicht. Du wirst es in deinem Herzen und in deinem Bauch spüren, wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist. In der Zwischenzeit ist es wichtig, zu meditieren und dafür zu sorgen, dass du tief und gleichmäßig atmest. In stressigen Zeiten halten wir oft den Atem an oder atmen flach. Du wirst auch in Kürze neue Informationen erhalten, die deine Pläne beeinflussen und dich in eine positivere Richtung führen werden. Wenn du etwas abwartest, wird das Ergebnis erfreulicher sein, als wenn du ohne diese Informationen aktiv geworden wärst. Sprich, ich habe unendliche Geduld und ich werde göttlich geführt und immer zur rechten Zeit am richtigen Ort zu sein. Deine Engelkarte für diese Woche, das Glück. Genieße deine Talente. Stichworte. Glück ist keine Glückssache. Von Evelyn Bürger, Johannes Fiebig. Warnung vor Unfähigkeit, Arroganz, niederen Motiven und dem Teufel im Detail. Der Engel des Glücks hilft denen, die ihn anrufen, den richtigen Zeitpunkt zu erkennen und Glücksmomente wahrzunehmen. Es verleiht uns die nötige Weisheit und Probleme zu lösen und Freude an unserem Tun zu verspüren. So schützt er auch vor schädlichen Energien und befreit uns von unproduktiven oder langweiligen Gewohnheiten. Der Einfall liebt den Zufall, dieser wiederum den Einfall von Aristoteles. Tipp. Man kann vieles im Leben erreichen und doch an sich selbst vorbeigehen. Und umgekehrt, manches mag scheitern und doch bleiben wir gerade da in uns, unseren Zielen und Werten treu. Genau das zählt jetzt für Sie. Liebe, dieser Engel hilft Ihnen, die Unterschiede zwischen zwei Partnern zu akzeptieren und als erotisierende Spannung kreativ zu gestalten. Glück ist Talent für das Schicksal. Und dieser Engel hilft Ihnen, mit Geschick Wunsch und Wirklichkeit zu sortieren und zu verbinden. Erfolg beginnt mit Dankbarkeit. Okay, ja, traumhaft, oder? Ist so Regen, Waldstein zu der Meerjungfrau-Delfin-Karte, alles so in Grün, auch bei den vorhergehenden Karten.
spiegelt sich doch das Grün wieder, ja, bei Loki weniger. Ja, so geht's. Okay, noch die Ja-Nein-Frage. Könnt ihr euch mal überlegen? Ich versuche hier mal ein bisschen Energie fließen zu lassen. Karten zu lösen. Okay, dann löse ich es auch auf. Nehme erst das Grüne. Und da ist nichts drin. Das grüne Döschen. Nein. Ja, man hört's schon. Ah, und hier ist das Ja. Okay, Jungs. Ich wünsche euch eine wunderschöne, erfolgreiche Woche. Und schöne Pfingsten. Tschüss. Der erste Mai steht auch schon vor der Tür. Ciao.